An der Gaststätte Fürstenwalder Hof befand sich früher ein einfacher Schuppen mit einer grauenhaften Geschichte. Die Fürstenwalder nannten ihn Folterschuppen. Im November 1933 wurden in der Stadt viele Kommunisten und Sozialdemokraten inhaftiert. Und diese politischen Gegner sind dann einzeln hier in diesen Schuppen am Fürstenwalder Hof verbracht worden, wo sie dann schwerstens misshandelt wurden, regelrecht gefoltert wurden, um dann in diesem schwer misshandelten Zustand wieder zurückverbracht zu werden in den Salzmagazin. Und diese ganze Prozedere ging ungefähr eine Woche, in der sozusagen auch sehr öffentlichkeitswirksam diese politischen Gegner misshandelt wurden. Das war schon bewusst so öffentlichkeitswirksam gemacht, dass auch jeder Fürstenwalder sieht, dass sich Widerstand nicht lohnt. Nur eine Gedenktafel erinnert an die Ereignisse. Schülergeiz wollen jetzt ihren Mitschülern auf Führungen durch Fürstenwalde auch die Geschichte vom Folterschuppen näher bringen.